Bonjour, monsieur, dames, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is women and eggs. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um das Thema Patientenverfügung. Als letztes habe ich Checklisten vorgelesen. Heute geht es um Beratung und Unterstützung. Unterstützung bekommt man bei Betreuungsbehörden, Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, Notaren, Rechtsanwälten und Verbänden und Vereine. Das sind die einzelnen Kapitelüberschriften, Unterkapitelüberschriften in diesem Kapitel Beratung und Unterstützung. Das ist auf der Seite 26 geht das los. Und das Ganze heißt Möglichkeiten der Vorsorge. Ich bin im Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale. Es kostet 10 Euro. Es gibt noch von der Verbraucherzentrale das Vorsorgehandbuch. Das Vorsorgehandbuch gefällt mir ein bisschen besser. So, ich habe einen Kaffee hier und ein Brötchen. Es ist Sonntag und ich fange gerade an zu frühstücken. Muss man auch können. Beratung und Unterstützung. Beim Aufsetzen von gültigen Verfügungen und Vollmachten sind viele Details zu beachten. Wenn die Lektüre dieses Ratgebers und andere Literatur nicht ausreicht, kann sich auch persönlich, auch in persönlichen Gesprächen beraten lassen. Abgesehen von dem von uns empfohlenen ausführlichen Gespräch mit einem Arzt Ihres Vertrauens bieten verschiedene Institutionen Beratung zu Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügungen an. Ärzte können für die Beratung eine Gebühr verlangen, weil es sich nicht um eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse handelt. Über die Kosten muss der Arzt vor dem Gespräch aufklären. Also, man kann sich an verschiedenen Stellen wenden. Hier wird der Arzt empfohlen. Der Arzt kann, muss aber nicht Geld nehmen. Wenn er Geld nimmt, muss er vor dem Gespräch sagen, wie viel. Ich sitze gar nicht in der Mitte, fällt mir gerade auf. Also bleibt es. Tipp: Verschiedene Beratungsangebote stehen auch kostenfrei zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei Betreuungsbehörden, Gerichten oder Betreuungsvereinen. Auch Beglaubigungen von Dokumenten sind bei den Betreuungsstellen gegen Gebühr möglich. Sehr schön. So, Betreuungsbehörden. Betreuungsbehörden oder Betreuungsstellen sind staatliche Einrichtungen, die einerseits die Betreuungsgerichte bei ihrer Arbeit unterstützen, zum anderen haben sie den gesetzlichen Auftrag, Betreuer zu gewinnen, diese bei ihren Aufgaben zu beraten und weiterzubilden. Betreuungsgerichte. Die Betreuungsgerichte, ehemals Vormundschaftsgerichte, sind eine gesonderte Abteilung der Amtsgerichte. Jetzt erfahre ich auch, was Betreuungsgerichte sind. Super. Die dortigen Richter entscheiden zum Beispiel über die Einrichtung einer Betreuung.
Zur Beratung sind die Betreuungsgerichte nur bei bereits bestehenden Betreuung verpflichtet. Dennoch bieten die Rechtspfleger das Betreuungsgericht oft auch über den verpflichtenden Namen hinaus kostenlose Hilfe und Beratung an oder verweisen an Betreuungseinrichtungen vor Ort. Gut, da weiß ich, hier in Solingen gibt es ein Amtsgericht. Da kann ich mal fragen. Ich werde ja sowieso von einem Rechtsanwalt aus Solingen-Grefrath verklagt, einem angeblichen Rechtsanwalt. Ich bestreite, dass der Mann Rechtsanwalt ist. So. Die Rechnung will ich auch nicht zahlen. Der hat vor dem Amtsgericht geklagt. Dann weiß ich ja auch, dass ich da vielleicht kostenlose Hilfe und Beratung von einem Rechtspfleger bekomme. Da mache ich mir mal ein Zeichen hin. Finde ich gut. So, Betreuungsvereine. Bevor ich mit Betreuungsvereinen weitermache, ich glaube, ich mache morgen mit Betreuungsvereinen weiter. Das ist ein relativ kurzes Video. Lese ich, was Friedwald Mrauk von der Betreuungsstelle Düsseldorf gesagt hat. Wir beglaubigen die Authentizität der Unterschrift unter einer Vorsorgevollmacht. Liebe Jungen und Mädchen aus Hülscheid, Finger weg von Vollmachten, Finger weg von Vorsorgevollmachten, ihr wollt das nicht. So. Das erhöht die Akzeptanz. Dabei schauen wir auch auf den Inhalt und informieren umfassend dazu. Im Alltäglichen reicht die Vorsorgevollmacht mit der Beglaubigung durch die Betreuungsstelle aus. Wenn aber Immobilien oder eine Firma im Spiel sind, es absehbar Ärger um das Erbe geben wird oder ein Erbe ausgeschlagen werden soll, empfehlen wir den Gang zum Notar. So. Im Grunde genommen steht da schon, dass derjenige, der die Vorsorgevollmacht ausstellen soll, am Ende beschissen wird und dass es genau darum geht. Es tut mir leid, ich habe zu oft mitgekriegt und es ist wirklich so. So, damit schließe ich für heute. Ich trinke jetzt in Ruhe noch eine Tasse Milchkaffee.